Im fünften Video meiner Reihe zum Erstellen von vorwissenschaftlichen Arbeiten bei vwa.vlern.at möchte ich dir noch ein paar Materialien vorstellen, die ich hier hinterlegt habe auf der Webseite. Dass wir hier im Bereich Materialien zum Beispiel ein Titelblatt. So könnte ein Titelblatt zum Beispiel ausschauen. Also hier könnte man sich dran orientieren. Nehmen wir dann hier zum Beispiel dann an, das ist eine vorwissenschaftliche Arbeit an einer bestimmten Schule, je nachdem welche Schule man eben besucht. Man könnte hier den Titel der Arbeit dann verwenden und hier dann das Datum, dann wann diese Arbeit eben fertiggestellt wurde, von wem und wer diese Arbeit eben betreut hat. Dann auch die eidesstattliche Erklärung, die Echtheitserklärung, bei der man dann zum Beispiel angibt im Anhang zur Arbeit, dass man diese Arbeit dann tatsächlich selber dann formuliert hat. Mit dieser Formulierung hier, dann wieder mit dem Ort und dem Datum und dann dem Namen von dir und dann mit deiner Unterschrift kannst du dann klarstellen, dass diese Arbeit wirklich von dir selber verfasst wurde und nicht du sie irgendwo abgeschrieben hast zum Beispiel. Darüber hinaus habe ich hier noch Videos hinterlegt. Hier diese 5 Videos, die ja hier bei YouTube abrufbar sind, also wo ich diese einzelnen Teile der Webseite dann erkläre. Und dann hier auch diese Präsentation zum richtigen Zitieren und dem dazugehörigen Video, wo ich diese Präsentation dann erkläre. Das wäre hier zu den Materialien momentan. Und dann habe ich hilfreiche Links hinterlegt, wo zum Beispiel um Textverarbeitung, Präsentationsprogramme geht, mit LibreOffice und OpenOffice. Hier wieder, wo ich Schritt für Schritt dann das dann mit Hilfe von Videos erkläre. Und hier unten die Downloadmöglichkeit von LibreOffice bzw. OpenOffice. Und last but not least natürlich Unterlagen des österreichischen Bundesministeriums, wo es darum geht, eigene Informationen letztlich. Wie erstellt man VWAs? Genaue Vorschriften, was man dann einzuhalten hat, bis hin dann letztlich auch zu allgemeinen Informationen zur neuen kompetenzorientierten Reihe für Prüfungen und allgemeinen rechtlichen Grundlagen, also die Verordnungen, die das dann genau darlegen und die Erläuterung zu dieser Verordnung. Und last but not least hier das Impressum, wo man dann mir vielleicht auch Fragen stellen kann, die ich dann hoffentlich auch beantworten kann. Ich hoffe, dir mit dieser Videoreihe geholfen zu haben, mit diesen 5 Videos zum Erstellen einer vorwissenschaftlichen Arbeit und würde mir wünschen, wenn du dadurch dann noch besser dein Ziel erreichen könntest, eine vorwissenschaftliche Arbeit zu schreiben und diese dann auch zu präsentieren und darüber dann auch mit anderen dann auch darüber zu diskutieren. Danke für das Zuschauen und Zuhören.